Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute Unboxing von Fitbit One, ein Wireless Activity Sleep Tracker. Und los geht's nach dem Intro. Viel Spaß! So, hier also der Fitbit One ist schon etwas älter, ist aber ein sehr guter Tracker, soweit ich gehört habe. Das ist für Leute, sage ich mal, die so jetzt nichts am Arm haben wollen oder können oder dürfen. Manche dürfen auf Arbeit keine Uhren oder keine Armbänder tragen. Für die ist halt so ein Tracker, den man sich an eine Hose machen kann oder in eine Hose. Das hier oder am BH von der Frau zum Beispiel kann man sich den ranmachen. Und das fällt dann nicht so auf. Das sieht nicht gleich jeder, wenn man Arm hat. Wie gesagt, ist schon etwas älter, schon ein paar Jährchen auf dem Buckel das Ding, aber wie gesagt immer noch sehr gut. Wie gesagt, er ist sehr klein. Also wir haben hier, schauen wir mal kurz auf der Verpackung. Wie gesagt, er ist, zeichnet den Tag auf. Er macht Distanz, die Stockwerke misst er, verbrannte Kalorien, Schritte. Dann haben wir natürlich noch die Nacht zeichnet er auch auf, sozusagen, also die geschlafenen Stunden, Wachzeit, dann haben wir die Schlafqualität, dann haben wir stummen Vibrationsalarm, dann natürlich mit Wireless verbinden, halt mit dem iPhone oder Android-Telefon. Dann haben wir noch, ist ja schweiß- und regenresistent und spritzwassergeschützt, aber würde ich sagen, packt man einfach mal aus, ja. Da haben wir schon. Noch das Zubehör. Bekommen wir den ab. Da ist nichts drin. Schauen wir mal kurz in der Anleitung. Ah, okay, Anleitung ist nicht bei. Wir haben hier bloß so einen Zettel, der einen Link zur Webseite macht. Da muss man das Ding hier irgendwie abkriegen. So. Da haben wir das kleine Stück. Wie gesagt, ist wirklich nicht sehr groß. Auch sehr leicht. Aber schauen wir mir erstmal schnell das Zubehör an. So, wir haben hier sozusagen einen Ladestecker. Dann haben wir hier noch, so das genau ist, weiß ich noch nicht. Dann haben wir hier das Band, was man sich nachts um den Arm schnallt. Ja, das ist auch sehr leicht und fühlt sich sehr angenehm an. Was mit so einem klettmäßigen Zeug. Lass mal einfach mal um. Jo, fühlt sich angenehm an. Ich denke mal, hier kommt er ran. Hier ist sozusagen der Clip, wenn man sich den an. In die Hose oder
Dann kann man sich den hier so, das mit so einem Clip, kann man sich den befestigen. Ja, also wirkt alles sehr hochwertig auf jeden Fall. Hier über diese kleinen Details hier. Wie gesagt, zum Aufladen kommt der, wenn ich mich nicht irre, einfach hier so rein. Und dann wird der halt per USB verbunden. Aber wie gesagt, für dieses Teil ist. Ach, das ist dieser Dongle, denke ich mal. Das kommt, dass er sich verbindet mit dem PC über Wireless. Genau, das ist das. Ja, sonst ist hier nicht viel mehr bei. Das ist eigentlich, also, wie gesagt, wir haben das Band für die Nacht. Beschreibung haben wir nicht bei, da müssen wir online gucken. Aber hier, das glaube ich, hier so. Da muss ich erstmal schauen, wie das so funktioniert. Da wird es für mich dann ausführlich einen Test. Ich werde das Ding jetzt einfach mal, so, denke ich mal, einen Monat testen. Gucken, ob er ein bisschen Saft hat. Ja, er hat sogar Saft, er geht an. Weiß nicht, ob man das jetzt gut sehen kann. Ich glaube nicht. Seine Stoppuhr sehe ich gerade. Schritte, Floors, Miles. Wie gesagt, das ganze Ding hat eigentlich bloß einen Knopf. Ah, und der zeigt mir schon an, hier Batterie ist leer. Ja, das soll es an dieser Stelle erstmal gewesen sein. Wie gesagt, Lieferumfang, Band für die Nacht, Clip, wo man ihn sich anstecken kann. Gegenstück für den PC zum Verbinden, Ladekabel und eigentlich bloß ein Zettel, wo drauf steht, die Internetseite, wo man mehr Informationen bekommt zu dem Teil. Das soll es an dieser Stelle gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann, ciao.